Das Thema Angst und heutige Situation. Ja, das ist ganz klar, dass viele Menschen von Angst betroffen sind und es kann ja auch nichts anders sein. Was macht uns Angst? Alle neuen Situationen machen uns Angst. Ja, wir haben immer Angst von unbekannten Dingen und wir fühlen uns sicher in einer Routine. Also wenn unser Leben Tag von Tag immer gleich abläuft, ich stehe auf, ich gehe in die Arbeit, ich bringe Kinder in der Schule, ich esse um die Uhrzeit, ja, oder ich gehe mal feiern oder ich fahre manchmal in Urlaub, aber ich plane das schon so von vornherein und habe das Gefühl, ich kontrolliere mein Leben. Ich bin der Herr von meinem Leben und alles läuft sozusagen nach meinem Plan. Auch wenn es nicht immer nach meinem Plan läuft, diese tagtägliche Routine gibt mir so eine gewisse Sicherheit. Ja, die Welt ist jeden Tag so und es gibt jeden Tag dieses Euro und dieses Geschäft, wo ich einkaufe und meine Straße und meine Wohnung. Jetzt haben wir absolute neue Situation, wo alles auf den Kopf gestellt wird und diese Sicherheit, scheinbare Sicherheit, fällt weg. Das macht uns Angst. Natürlich gibt es diese ganze Nachrichten jeden Tag, Berichte und je mehr man sich beschäftigt damit, desto schlimmer erscheint diese ganze Situation. Man hat das Gefühl, dass der Boden unter den Füßen wegrutscht. Ja, was ist das? Angst, also auf energetischer Ebene, das ist tatsächlich, wenn ich keine Erdung habe, ich habe keinen Halt, ich habe keine Sicherheit in mir. Ja, also oder ich bin außer mir. Also entweder bin ich blind vor Angst oder ich bin gelähmt von Angst oder ich bin rasend von Angst. Ja, also trotzdem bin ich sozusagen nicht in mir, nicht präsent und meine gesamte Aufmerksamkeit ist bei diesem Ding, bei diesem unbekannten Ding, welches ich manchmal nicht definieren kann. Also Angst in die Zukunft, Angst, dass ich Arbeitsplatz verliere oder vielleicht habe ich schon verloren und so weiter. Ja, oder Angst jetzt vor Impfung. Also jeder hat so bestimmte Aspekte, welche mehr oder weniger präsent sind. Angst vom Bankrott zu werden, Angst, dass jetzt alle Aktien runterfallen und Wirtschaft total Absturz. Das ist ja klar, dass es da ist. Das können wir. Das, was draußen passiert, nicht verändern. Also aus irgendeinem Grund brauchen wir vielleicht das. Also ich bin gewohnt, immer mich zu fragen bei irgendwelchen Situationen, wo ich reinrutsche und denke, was für, sorry, Dreck ist das? Dann frage ich mich, von nichts kommt nichts. Ja? Also für alles gibt es eine bestimmte Absicht. Ja? Absicht des Gottes oder Absicht des Universums. Hier kann man alles Mögliche natürlich nennen. Aber daran glaube ich, dass von einfach so passiert niemals etwas in unserem Leben. Ich frage mich dann, was ist die positive Absicht? Was muss ich durch diese Situation lernen? Warum bin ich hier in diesem Leben so geraten an diese Situation, wo ich das erleben muss, rauszugehen und diese Mundschutz aufzusetzen, wo ich kaum atmen kann? Deswegen gehe ich ja nicht einkaufen. Und warum ist das so? Ja, und schon in diesem Moment, wo wir uns vielleicht diese Frage stellen, gehen wir raus aus dem Opferbewusstsein. Angst und etwas von außen bestimmt mich, ja, lähmt mich. Und in diesem Moment, wo wir da mit dieser Frage uns beschäftigen, was ist das Positive? Was kann ich daraus schöpfen und lernen, bringt mich aus diesem Starre, aus diesem Gelähmtsein wieder in mich zurück und hier bin ich schon in der Lage auszuatmen, ja, meinen Körper zu spüren, mich zu erden, einfach wieder da zu sein, für mich da zu sein und diese Sicherheit wieder in mir zu gewinnen. Was ist die positive Absicht persönlich für mich? Welche Wachstumspotenzial hat diese Geschichte jetzt. Und da komme ich mit meinem Fokus auf etwas, wo ich wieder schöpferisch werden kann. Weil wir sind schöpferische Wesen und hier geht es trotzdem darum, dass wir wachsen, dass wir irgendeine Bewegung haben. Und ich denke, heutige Zeit hat auch viel Potenzial für Bewegung in unsere Seelen, für Aufwachen, für Umdenken, für
etwas Neues mit anderen Augenblick zu betrachten, nicht so selbstverständlich Dinge zu nehmen. Vielleicht sind das diese positive Absichten. Natürlich, jeder Mensch hat noch persönliche. Vielleicht ist es kollektiv. Geht es darum, dass wir tatsächlich als kollektive Bewusstsein bewusst werden mit unserer Erde, mit dem, was wir tun, wie wir etwas tun und wie wir leben. Also Angst lähmt unseren Geist, unseren Körper, natürlich unsere Seele. Und die Lösung wäre, erstmal sich diese Frage zu stellen. Und warum brauche ich das? Ja? Und einfach nach innen zu lauschen und zu spüren. Vielleicht kommt die Antwort nicht gleich, vielleicht nicht in diesem Tag. Aber immer wieder mal die Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken. Was ist das Positive für mich? Was ist das Potenzial aus dieser Situation? Und dann können wir aus dieser Angst auch besser rauskommen, wenn wir uns erden. Ich sage dazu, Socken spüren. Spüre deine Socken. Und dann bist du in dir. Atme ein. Trinke Wasser. Ess etwas Bitteres. Das erdet dich auch, weil Angst hat ja auch immer mit unseren inneren Organen zu tun und das lähmt oft unsere Verdauungstrakt. Und manche Menschen leiden in der Zeit der Angst, der Depression und solche schwierige Situationen einfach unbewusst etwas in den Mund reinzustopfen. Wir müssen bedenken, dass unsere Verdauungsorgane arbeiten dann nicht optimal, unser Immunsystem. Und deswegen müssen wir gerade jetzt achtsam sein, was wir essen und wie viel wir essen. Nicht, dass wir durch die Angst dann noch zusätzlich Dinge konsumieren, die unsere Gesundheit schaden, die unserem Geist schaden oder gar Alkohol trinken. Am besten wäre Bewegung, weil Bewegung abbaut diese Stresshormone, welche sich freisetzen durch Stress, durch Angst. Und wenn du sehr sensitiv bist und nicht irgendwie dich abgrenzen kannst geistig, schau, dass du Nachrichten und irgendwelche Berichte über heutige Zeit so reduzierst, dass du nicht ständig daran denken musst. Ich empfehle, jeden Tag Kniebeugen zu machen. Das macht nicht nur einen schöneren Körper, sondern es hilft gerade, diese Stresshormone abzubauen. Wie viel Kniebeugen, so viel. Wie alt du bist und auch darüber hinaus, wenn du ein Mensch bist, der sich sehr, sehr schlecht erden kann und viel zu viel denkt, dann brauchst du mehr Bewegung. Wirklich mit den Füßen laufen, springen, also deine Beine, dein Po, deine Muskeln bewegen, ist absolut wichtig. Ja, da jetzt gerade noch Fitnessstudio geschlossen sind, ist natürlich nicht toll, dann nimm irgendwas. Und bewege dich oder putze oder mache eine Reinigung auch im Außen. Das kann ja auch helfen. Bitterstoffe können dir helfen. Kaufe jetzt bittere Kraut oder gehe raus. Es gibt jetzt Löwenzahn und Frühlingskräuter. Die haben oft gute Bitterstoffe. Kau daran, weil das erdet dich auch und das bringt dir auch zusätzlich Verdauungshilfe für deinen Körper. Körper, Geist und Seele sind natürlich hier betroffen durch die Angst und unsere Aufgabe, diese Sicherheit, welche wir brauchen, um wieder Kraft zu schöpfen, das müssen wir uns selbst geben. Unsere Aufgabe ist wirklich, diese Sicherheit in uns selbst zu erschaffen. Erkenne, dass die Sicherheit gibt es nicht, egal in welchen Zeiten. Das ist alles scheinbare Welt. Die Sicherheit entsteht immer in dir und die entsteht durch deinen Fokus oder sie entsteht durch Routine oder sie entsteht durch einen Gedanke, ich habe genug. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst etwas, kaufe dir dieses etwas oder versorge dich mit etwas, was du denkst, du brauchst das unbedingt jetzt in dieser Zeit. Obwohl das ist nicht das Materielle, was uns Sicherheit gibt, das ist eher das Mentale, das Seelische. Denke immer daran, du bist ewige, unendliche Seele. Wenn es für dich zu abgehoben klingt, dann spüre einfach dein Herz, das schlägt in deine Brust und du sagst dir, ich bin in mir und darauf kann ich vertrauen. Ich bin für mich da. Egal was draußen passiert, ich bin für mich da. Lerne für dich da zu sein. Gerade in dieser Zeit brauchst du das mehr als denn je.
und frage immer, was ist das Gute daran, dass wir jetzt leben? Es könnte eine sehr, sehr spannende Zeit sein und uns, ich weiß nicht, wie viel noch Geschenke bringen. Ich glaube einfach daran. Alles Gute.